Hallo zu diesem zweiten Video aus der XML-Reihe und diesmal möchten wir uns ansehen, was wir da genau reinschreiben können. Also im letzten Video haben wir ja gesehen, wie wir XML-Dokumente so schreiben, dass sozusagen das Wie schon mal richtig ist. Wir haben gelernt, wie die überhaupt aussehen müssen und haben damit gelernt, wie man ein sogenanntes well-formed XML-Document erstellt, also ein wohlgeformtes, das halt von der Syntax her korrekt ist. Wir wissen aber halt noch nicht, das haben wir im letzten Video auch schon angedeutet gesehen, wie das denn jetzt ist, wenn sich zwei Programme auf ein bestimmtes Format geeinigt haben, sagen wir mal Programm A und B, haben sich überlegt, wir wollen importieren, exportieren können und haben sich auf ein Dateiformat geeinigt, wie man spezifiziert, wie genau dieses Dateiformat jetzt aussehen muss. Das wissen wir nicht. Momentan können wir noch beliebigen Kram da reinschreiben. Das wollen wir aber nicht unbedingt. Ja, das haben wir jetzt nochmal zusammengefasst auf dieser Folie hier. Also wir wissen nun, wie wir Daten darstellen können, wissen aber noch nicht, welche Daten wir darstellen wollen. Und dafür brauchen wir dann DTDs oder XML-Schema, wie wir dann im dritten Video sehen werden. Okay, jetzt sage ich schon mal DTDs und DTD und hast du nicht gesehen. DTD steht für Document Type Definition, also eine Definition für, in dem Fall, einen XML-Dokumententyp. Und dafür sehen wir uns mal direkt nochmal das Beispiel aus der letzten Folge an, um das mal so ein bisschen von da aus aufbauend zu erklären, was das genau alles soll. Also, das ist das Beispiel aus der letzten Folge, was irgendwie so Briefe waren oder Briefköpfe oder keine Ahnung, die in diesem Letter-Tag stehen. Und die sollen jetzt irgendwie verwaltet werden. Und da haben wir jetzt, sagen wir mal, zwei Programme für, die sich auf irgendein Format geeinigt haben. Und das wollen wir jetzt spezifizieren. Erstmal nochmal zum generellen Aufbau davon. Wir haben gesehen, oder ich habe gesagt schon im letzten Video, dass es irgendwie so baumförmig aufgebaut wird. Das meine ich folgendes. Wir haben zum Beispiel dieses Root-Tag oder Wurzel-Tag, wie ich das schon genannt habe letzte Folge. In dem Fall jetzt hier Example. Und jetzt haben wir zum Beispiel beliebig viele Letter wollen wir jetzt haben. Das ist in dem Beispiel jetzt ein Letter dargestellt, aber der Baum hat schon einen zweiten angedeutet. Und jeder Letter besteht aus Name und Street. Sozusagen, damit meine ich jetzt immer jeweils Opening und Closing Tags als einen Klotz dann dran. Und damit kann man ja schon erkennen, irgendwie dieser Baum beschreibt schon alle möglichen Dokumente, die wir da haben können. Wir können zwar andere Namen haben und andere Straßen, aber im Prinzip haben wir eine bestimmte Menge an Briefen und die haben jeweils dann Name und Street, weil es geht um die Briefköpfe von mir aus. Jetzt ist die Frage, wie können wir diesen Baum so darstellen, dass wir sagen können, ja, so wie das jetzt da steht in ein paar Zeilen, soll jedes Dokument aussehen. Und das sieht mit einer DTD zum Beispiel wie folgt aus. Also wir haben zum Beispiel ein Element, das heißt jetzt Example, und das besteht aus beliebig vielen Lettern. Also Letter, Stern, das Stern steht jetzt hier für beliebig viele. Ihr könnt euch vorstellen, dass jedes Wort in diesen runden Klammern steht für jeweils ein Opening und ein Closing Tag, so als Block sozusagen. Und dann haben wir Letter, das besteht aus jeweils Name und Street, ist auch irgendwie noch ziemlich sinnvoll. Und jeder Name besteht dann aus einem PC-Data und Street besteht aus PC-Data. PC-Data steht jetzt hier für Parsable Character Data. Und da wir ja aus der Java-Welt kommen, hier in einem Channel, man könnte sagen, das heißt so viel wie String. Mal so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Also wir haben quasi, um das nochmal so ein bisschen zu verfolgen, wir haben irgendwie dann Example als Root. Und das hat jetzt beliebig viele Letter. Letter hat jeweils Name und Comment reinkriegen. Ja, wir können es einfach dabei schreiben. Also wir können einfach in der zweiten Zeile jetzt schreiben, das ist jetzt hier das Doctype, das ist also die zweite Zeile, ich hebe es nochmal vor. Doctype zu folgendem Wurzelelement, Wurzelelement Example und dann System und dann kommt der Pfad zur DTD. Wenn also die DTD im selben Ordner liegt und das heißt, sagen wir mal, unserbrief.dtd, dann würde da jetzt stehen Doctype Example, also Doctype für diesen Baum, der bei Example kommt. System, unserbrief.dtd. Auch dann wieder in Anführungsstrichen und dann klappt das auch. Jetzt ist es aber unpraktisch für uns, immer zwei Dokumente zu verwalten, vor allen Dingen, weil wir jetzt kleine Beispiele haben. Klar, wenn wir jetzt riesige Dokumente verwalten, keine Ahnung, Amazon-Rechnungen, was auch immer, dann macht es mit Sicherheit Sinn, diese DTDs extern zu lagern. Bei unseren kleinen Beispielen reicht es meist, wenn wir die einfach direkt reinschreiben.
Und das können wir auch ohne Probleme machen. Wir können nämlich einfach sagen, wir haben im oberen Teil nach dem XML, also nach dieser XML-Version, also dem XML-Header, schreiben wir dann direkt die Doctype da rein oder die DTD und darunter das XML-Dokument. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ist ja alles ganz schön und gut, was der da erzählt, aber stimmt das denn auch alles? Ja, das stimmt schon, das kann ich euch auch zeigen. Denn es gibt zum Beispiel so schöne Webseiten wie xmlvalidation.com und da können wir jetzt vielleicht mal gucken, indem wir das Dokument mal da reinschieben und gucken, was passiert. Und dann sehen wir auch, dass wir gleich online checken können, ob unsere XML-Datei korrekt ist, bezogen auf das DTD-Dokument. Okay, dafür schauen wir uns das mal online an. So, ich habe die Seite jetzt mal hier geöffnet und auch schon unser kleines Beispiel in dieses Textfeld hier reinkopiert. Und dann können wir jetzt einfach sagen, okay, validier das mal. Das heißt, im Optimalfall sollte er jetzt sagen, no errors were found. Das ist schon mal gut, wir haben keine Fehler gefunden. Dann hat ja alles funktioniert. Jetzt schauen wir uns nochmal das XML-Dokument an und zum Beispiel, also hier oben war ja unsere DTD und hier unten ist unsere XML-Datei. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal hier, wir öffnen jetzt Letter mit 3T, schließen Letter mit 2T, das ist mal syntaktisch falsch. Und wir haben natürlich auch Letter mit 3T hier oben gar nicht definiert. Also validieren wir das mal neu. Und da geht schon los. Also, er meckert an, dass Element-Type Letter mit 3T must be declared. Offensichtlich, wir haben es halt nie deklariert. Und zum anderen sagt er hier, dass der Syntaxfehler, dass wir Letter mit 3 Tags öffnen oder mit 2 Tags nur schließen. Das heißt, offensichtlich konnten wir jetzt hier sehr einfach zeigen, dass diese DTD dafür gesorgt hat, dass wir insbesondere bei diesem Letter mit 3T, wo er sagt, es wurde nicht deklariert, können wir zeigen, dass wenn jetzt die Tags abweichen von dem vorgegebenen Muster, sofort der Parser oder hier der Validator in dem Fall meckern kann und sagen kann, hier stimmt was nicht. Und das ist eben wichtig, wenn man sich jetzt auf Dateiformate einigt, auf XML-spezifische Formate, dann kann man das damit eben prüfen, ob das überhaupt eine valide XML-Datei ist. Mit valide meint man jetzt zum einen, dass sie well-formed ist, wie wir im vorherigen Video gesehen haben, und zum anderen zur vorgegebenen DTD passt. Jetzt ist es aber so, dass diese DTD auch noch andere Nachteile hat. Und dazu gehen wir jetzt auch nochmal in die Folien zurück. Die DTD selber hat eben keine XML-Syntax. Und der Nachteil davon ist, dass wir jetzt unsere vorhandenen, massig vorhandenen XML-Tools darauf nicht anwenden können. Wie wir ja zum Beispiel im übernächsten Video sehen, gibt es wunderbar vorhandene Parser für XML-Dateien, die auch astrein funktionieren. Und die können wir einfach für DTDs nicht benutzen. Selbst wenn wir sie nochmal extra parsen wollten. Und deswegen wäre es eigentlich schön, diese Definitionen in einer eigenen XML-Datei zu haben, um einfach die alten Tools wieder verwenden zu können. Zum anderen haben wir hier keine komplexen Datentypen. Wir können zwar so ein bisschen hier tricksen und sagen, ja gut, wir haben so ein Letter, der besteht aus eben einem Namen und einer Street oder so einer Straße, aber das. Wir können eben nur sagen, wenn dieser Tag kommt, kommen folgende andere Tags. Wir können aber nicht wirklich diesen Typ Brief, derzeit Letter, als komplexen Typ definieren und sagen, okay, wir haben jetzt den Tag vom Typ Brief. So wie wir haben jetzt, wie wir am Ende die geschrieben haben als PC Data. Das können wir nicht machen. Und auch das würde größere Dokumente natürlich sehr vereinfachen. Das wäre auch schön, das zu haben. Und wenn wir ja schon anfangen mit komplexen Datentypen, wäre auch noch Vererbung schön, dass man halt sagen kann, wir erben jetzt von String und sagen zum Beispiel, unser Datentyp String 25 erbt von String, aber kann nur maximal 25 Zeichen beinhalten. Damit könnten wir sehr leicht neue Datentypen erstellen durch die Vererbungsmöglichkeiten. Das alles geht leider nicht. Aber da gibt es schon eine Lösung für. Wir können sogenannte XML-Schema nehmen. Und die schauen wir uns im nächsten Video an. Die sind meiner Meinung nach ein bisschen schwerer zu verstehen, aber da sie dasselbe machen wie DTDs, haben wir jetzt schon einen guten Start. Und deswegen schauen wir uns jetzt im nächsten Video die XML-Schema an. Alles klar, dann bis dann.
Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, dafür einfach unten links auf den Knopf drücken oder ihr könnt zum Beispiel einfach einen Kommentar hinterlassen. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns wieder und bis dann!